Ja, weiter geht's weiter mit Hogwarts Legacy und wir machen heute weiter. Wir wollen noch die Aufgaben von Madame Kogawa abschließen. Da sind wieder Dinge entdeckt worden, was immer mal passieren kann. Ich habe wieder Dinge entdeckt, was ich eigentlich nicht so machen wollte. Aber es passiert halt. Man entdeckt immer mal wieder irgendwas. So, wir sollen immer noch so ein bisschen Madame Kogawa wissen. Die, Alter. Du rennst hier rüber zu dem Weg hier rum. Da lang. Alter, hoch. Ja. Wir haben eine weitere Hausmarke entdeckt, die wir dann auf jeden Fall nochmal abliefern müssen. Willkommen zurück. Sind die Aufgaben erledigt? Ja, sind es. Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das Zeug von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähiger Sucher erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Schöne Zauber. Bewusste Bewegungen. Gelernt. Arresto Momentum. So, neue Zaubersprüche zu beweisen. Klar. Akzeptieren. Das ist der hier, ne? Ja. Den neuen Zauberspruch so oft wie möglich üben. Vielleicht noch bevor sie gehen. So. Wir haben Madame Kogawas Aufgabe abgeschlossen. Das. Arresto. Sehr gut. Weiter so. So, hast du noch irgendwas für uns? Madame Kogawa, hätten Sie einen Moment? Ja, worum geht es? Sie haben die Toyo. Ah, nur mal die Mannschaft. Im Unterricht erwähnten Sie die Quidditch-Mannschaft von Toyohashi. Ja, die Toyohashi Tengu stammen aus Japan. Dominant, bekannt für hartes Training. Sie trainieren an der Mahou Tokoro-Schule für Zauberei und kämpfen sowohl gegen die raue See und die wilden Stürme als auch gegeneinander. Turnierspiele fallen den Tengu fast immer leichter als ihre Trainingsstunden. Sie sind also ein Fan? Ein Fan? Ich sollte einmal Teil des Teams werden. Okay. Und ich wäre eine Tengu geworden, wenn ich nicht Pech gehabt hätte. Sollte König über Pech siegen? Wenn Sie so gut waren, dann beendet doch nicht etwas Pech Ihre gesamte Quidditch-Karriere. Ich war großartig. Mein Können auf dem Besen hatte nichts damit zu tun, was geschah. Ich wurde von jemand Vertrautem verraten. Mir selbst. Ich konnte nicht klar sehen und habe es bitter bereut. Meine beste Freundin Aska und ich wurden herangezogen, um im Team zu spielen. Ich als Hüterin, sie als Jägerin. Sie war atemberaubend. Sie hat sich einmal durch drei Spieler geschraubt und gepunktet, bevor sie auch nur gesehen wurde. Aber die Probespiele für die Tengu rückten näher und sie geriet in Panik. Mir wurde das Ausmaß ihrer Panik erst klar, als es schon zu spät war. Sie wollte so sehr, dass wir beide zusammenspielen, dass sie Felix Felicis in unseren Tee schüttete, noch bevor wir unser Können auf die Probe stellen konnten. Okay. Ich weiß, was das ist. Aber dir trotzdem die Option mal. Was ist Felix Felicis? Ein Zaubertrank? Er ist auch als flüssiges Glück bekannt und ist in jedem Zaubersport illegal. Ich wusste innerhalb von Minuten, dass etwas anders war. Ich hatte nie so gut gespielt. Und gut, die haben mehr oder weniger betrogen. Klar, dass sie dann aus dem Team fliegen, mehr oder weniger. Als ich sie später zur Rede stellte, gab sie zu, was sie getan hatte. Ich zog mich aus der Auswahl zurück. Und zwar sofort. Aber es war nicht ihre Schuld. Sie wussten nichts vom Zaubertrank im Tee. Das ist unwichtig. Meine Flugkünste waren nicht meine eigenen.
Damit konnte ich nicht leben. Also zog ich meine Bewerbung zurück und erklärte ihnen, warum. Und ich verbrannte meinen Besen. Was war mit Asuka? Musste sie ihren Besen auch verbrennen? Asuka spielte 2 Saisons lang für die Tengu. Sie haben sie nicht gemeldet? Wirklich? Es war nicht an mir, ihr Schicksal zu bestimmen. Ich bestimme mein Schicksal. Und sie bestimmen ihres. Vielen Dank, Madame. Ich werde mir diese Worte merken. So, supi. So, haben wir noch irgendwas jetzt? Schluss, zwei Jahre, wir brauchen. Wir brauchen halt Alohomora, ne? Und mehr oder weniger scheitert alles mit diesem Trank. Inventar. Wir haben schon eine neue Handbuchseite gekriegt. Warum auch immer. Ach, hier oben ist noch irgendwas. Eine weitere Hausmarke. Ja, ja, gut, okay. Da ist noch irgendwas. Eine weitere. Ja, ja, gut, das sind ja Handbuchseiten. Oder Revelio-Seiten. So, Aufträge. Wir wollten eigentlich noch irgendwas machen. Wir müssen auf Level 14 aufsteigen. Für Alohomora, ja. Und Depulso. Lerne Depulso von Professor Schaub. Ja, ich muss Depulso lernen. Ich brauche diesen scheiß Fokustrag. Ich weiß, ich habe die Kohle nicht momentan. Um ihn zu kaufen. Oder ist Aufgabe. Depulso. Auch das scheitert alles damit. Wähle Mosa Tentacula. Ah, die Aufgaben haben wir schon mal gehabt. Das haben wir schon mal geschnitten, ja. Ja, wird wahrscheinlich jetzt darauf hinauslaufen, dass wir in die Flugprüfung angehen. Wir probieren es. Gut, wir sollen zu meiner Reise auf dem Quidditch-Feld. Wie gesagt, ich weiß, dass die angeblich so. Sagen wir mal, nehmen wir was tricky sein soll. Wir müssen es schauen. Neulich dachte ich, ein Junge wollte. So, wo ist die gute Imelda? Da ist sie. Hallo Imelda. Albi Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen. Aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Klopten gehört? Du klingst ziemlich eifersüchtig. Jemand neidisch auf mein Können auf dem Besen? Ich? Kapitänin von Slytherin? Eifersüchtig auf dich? Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du kannst doch kein Slytherin sein. Pff, dieser mottenzerfressene Hut lässt wohl langsam nach. Aufpassen. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Slytherin. Okay. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Wir müssen mal schauen. Perfekt.
Soweit ich verstanden habe, müssen wir nämlich nur Imelda schlagen. Und ich glaube, die dürfte nämlich hinter uns sein. Mit Glück, aber wir haben sie hingekriegt. Ich erreiche einen Rang. Und soweit ich weiß, müssen wir den Melder schlagen. Und ich glaube, ich habe sie hinter mir. Wie gesagt, sie war mal ganz kurz davor, aber ich sehe sie nicht auf der Karte nicht. Das ist das Problem an der Sache. 17. 18. Sie war recht entspannt, dass die Prüfung. Und bam! Halt 56, 87. Wir haben sie sogar noch problemlos eigentlich geschlagen, sogar die Zeit. Du hast doch geschummelt. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Das werden wir doch sehen. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Oder noch mehr? Versuch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albie Weeks. So. Da bist du ja. Der Duellant, den es zu schlagen gilt. Warte mal kurz. Gucken wir mal, die Rennen noch am besten ist. Wir sind sogar Dritter. Wir sind noch nicht. Ah, gut, der. Oh, der. Albie Weeks, 1,32. Albie Weeks hört sich ja gern, wie ich mich geschlagen habe. Kehre zu Albie Weeks zurück. Und tschüss. So, wir wollen erstmal zu Albie zurückkehren. Das machen wir doch mal glatt. Wir dürfen gar nicht rein. Mit einem Zauber. Mit einem Wesen. Dann machen wir das doch mal. Ja gut, erklärt's ja. Leider können wir momentan noch nicht. Ja, wir scheitern momentan mit einer Alomora. Wir müssen Level 14 erreichen dringend. Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Jo, schauen wir mal. So, Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen Rekord gebrochen. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig. Und er könnte schneller sein. Aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen.
Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Wer hat an ihn gezweifelt? Warum sollte jemand ihre Fähigkeiten anzweifeln? Oh, sie würden sich wundern. Die Leute sind starrköpfig. Sie fürchten, man ruiniert nur alles, wenn man daran herumfummelt. Diese Leute wissen einfach das Gefühl der Freiheit nicht zu schätzen, das ein guter Besenflug bereitet. Und sie würdigen auch nicht den kreativen Prozess dahinter. Ich kenne jemanden in Rom mit einem Laden wie meinem. Sagt, dort sei es noch schlimmer. Natürlich machen sie nachmittags auch ein Nickerchen. Und wo wären wir ohne Verbesserungen? Hätte Elliot Smethwick sich von diesen Schwarzsehern einschüchtern lassen, hätten wir heute keinen Dämpfungszauber. Ich höre nicht auf sie. Okay, ich höre mir noch bald. Ich bin ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. So, theoretisch können wir hier ein bisschen was kaufen. Aber ich möchte jetzt gerade Kieschen verkaufen. Erhöhter Schaden durch. Wir ticken verkaufen. Willkommen zurück. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Ich weiß so. Ihre Hilfe. Warte mal, Sonderpreis? Was? Die Besenaufrüstung ist bereit. Schauen Sie doch mal im Laden vorbei. 1000. Hoffentlich bis bald. Jo, 1000 kostet der. Wir brauchen, glaube ich, 1200. Gut, dann mache ich mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann schauen wir mal, was als nächstes ansteht. Bis dahin bei Hogwarts Legacy. Du hast ja noch eine. Gerade richtig gesehen, warte mal. Ich dachte, ich hätte hier noch was gesehen. Ist ja hier oben. Ist hier oben noch was drin? Geht doch immer mal wieder. Warte mal, hier ist doch eine Truhe oder was? Aha. Warte mal kurz. Rebellion. Ah, ich komm doch sogar. Manche Häuser kommen sogar rein. Ah, 34, ne? Aber immerhin, ne? Ja, immerhin. So, das ist eine Truhe. Ich frage mich, warum ich nicht aufmachen kann. Ich wundere mich, warum ich die nicht aufmachen kann, die Truhe. Gott, hinter der Maus ist noch irgendwas. Hier hinter dem Haus ist noch irgendwas.
Oh, ein nicht identifizierbarer Gegenstand. Das heißt, wir müssen mal irgendwann wieder zum Raum der Wünsche. Ich komme noch nicht rein, ne? In das Haus. Gut. Ich leide unter dem Schrecken. Also das wäre wahrscheinlich so eine steile Geschichte. Gut. Was haben wir als Sechstes noch zu tun? Sechzig. Ja, 1200, ne? Na, warte mal, das werden wir noch aufticken, das Ding. Das werden wir noch wahrscheinlich aufticken dann. Ollivanders. Hier ist irgendwie noch eine Truhe. Nämlich raten die es aber in dem Haus, ne? Warte. Du siehst halt nichts im Dunkeln. Rebellion. Die ist da drin, ja. Naja, wir müssen irgendwann mal noch Hallo Mora zurückkehren. Gut, Aufträge. Die Konkurrenz wegfegen. Das brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Von Liebe zur Tiefe. Ach, jetzt haben wir doch den Puls so. Ja, ich halte das gerade echt alles momentan sehr viel am Dings am Tragen. Wir müssen gucken, dass wir ein bisschen Kohle so kriegen. Aber ich kann mal gucken, wenn wir noch was verkauft bekommen an Klamotten. Vielleicht kann ich. Ja, ich muss ja weitermachen irgendwie. Ich will jetzt gucken. Ich habe mal tatsächlich ein bisschen. Ja, es scheitert gerade sehr, sehr viel. So. Was haben wir denn da? Irgendwo war doch noch Geld, oder nicht? Wäre eine Idee. Aber wir müssen immer kurz gucken. Wir gehen zum Zauberträger links. Ich muss den Fokus verkaufen. Ich scheitere jetzt gerade so ein bisschen alles daran und diese Aufgabe. Weil ich habe sonst keine Aufgabe mehr frei. Hallo, Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Wie Kurve. Kann ich heute behilflich sein? Was kostet der? 2200, ne? Ich kann's mir. Den brauchen wir nicht. Ich will eigentlich hier. Es scheitert gerade so ein bisschen alles an dem Fokustrank. Wir brauchen noch 100 noch was. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, alles bringt ja nichts jetzt. Wir brauchen diese 200 oder 180. Also ich muss zwei Dinger verkaufen.
Das heißt, wir werden mal kurz gucken, weil wir haben ja noch irgendwas gekriegt. Wir werden mal kurz im Raum der Wünsche fliegen, hüpfen. Weil alles andere bringt jetzt erstmal nichts, weil ich hoffe, dass ich dann, wenn ich einzelne Dinge verkaufe, dass ich dann quasi zurück zum... Dass ich dann das Geld zusammenkriege. Wir haben es fast zusammen, ja. Geheime Räume. Die findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. So. Eine ausgefallene Nachtmütze. Naja, ob das so gut ist, weiß ich nicht. So, wir gucken mal gerade, was diese Nachtmütze bringen würde. A, uns bringen würde und Baby, warte mal. Die brauchen wir Level 14. Ich müsste so, wenn ich es verkaufe, kann ich mir das Ding leisten. Es wären 10 Verteidigungen mehr. Und reduziert wahrscheinlich in Ferry. Ist ja eine warum offensiv, oder? Ne, Verteidigung plus 10. Verteidigung. Obwohl ich die Verteidigung. Ich vertickse, wenn ich ehrlich bin. Ich scheiße auf die Verteidigung nicht zu. Aber so komme ich tatsächlich in der Story weiter. Deswegen werden wir sie jetzt verkaufen. Und holen uns den Fokustrank. Und dann habe ich die Aufgabe. Und dann können wir quasi ab der nächsten Folge dann mit der Story weitermachen. Spaziert. Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. So. Kann ich dich verkaufen? Und für das Geld holen wir uns den Fokustrank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. So, Rezept Fokustrank freigeschaltet. Scheiße, wie gesagt, scheiß auf die 10 Verteidigungen jetzt. Ich komme in der Story weiter. In der nächsten Episode! Geht's dann weiter? Dann nehmen wir dann mit, ich stelle mal die Pulso und dann geht's so langsam in der Story ein bisschen weiter. Bis dahin. Tschüss.